jede Menge Leichen, Gegner, Wellen, die sich uns entgegenwerfen und wir mittendrin. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider mit mir, dem Zinni und der Good Lehrer. Und wir haben uns gesagt, letzte Folge, wir gehen hier rein und gucken uns mal die Höhle hier an, was es hier zu erforschen gibt. Dieses Sonnensymbol ist auf jeden Fall überall. Oh, und da hat es wohl jemanden platt gemacht. Das sollte uns besser nicht passieren. Das war nämlich nicht so gesund mit so einem Stein im Rücken. Das ist verdammt dunkel. Oh, da hinten ist eine Brücke. Ah. Oh nein. Das hat mir gerade noch gefehlt, hier durchs Dunkle zu hüpfen. Aber das hier hat doch nochmal was von dem, von den alten Lara Croft, alten Tomb Raider. Das ist ein altes Grab. Ja, da kommen wir zurück. Was gibt's hier? Oh Mann. Also was hätten sie von mir aus mit mehr einbauen können? Okay, hier brauchen wir keine Fackel mehr. Kammer des Gerichts. So eine Art Werkstatt. Anscheinend haben die Solari die alten Orte dieser Insel vollständig übernommen. Mhm, die haben da scheinbar die alten Tempel genommen und haben dann einfach mal hier so ein Flugzeug da reingebracht. Und sie hat uns immer noch nichts zu sagen am Lagerfeuer. Also, sie hat irgendwie keine Lust mehr, das Tagebuch zu schreiben. Okay, das können wir holen und können es schmeißen. Ich kann mir vorstellen, dass wir es da hinten in diesen Brennofen reinschmeißen sollen. Oh. Ich hab nichts gemacht. Okay. Ja, das Gewicht wird hier ja nicht reichen. Wenn ich jetzt hier hinten irgendwas drauf liege, dass ich da hochspringen kann. Was kann ich denn hier mitmachen? Okay, das kann schwingen. Ach, das kann da oben gehen, schwingen und dann kommt das da wahrscheinlich runter. Oder? 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 Komm schon. Do it. Jawohl. So, was ist eigentlich, wenn ich... Ne, die lassen sich nicht anzünden. Hä? Scheinbar doch. Aber nicht mit dem Pfeilen lassen die sich anzünden. Will ich wissen. Nein. Oh. So, okay. Ich glaube wirklich, dass wir das reinschmeißen müssen. Das sieht nämlich ganz so aus. Nö. Hätte ja sein können. Könnt mir doch schon erzählen, dass das hier reicht, oder? Mhm. Da oben ist auch noch eins. Was ist denn da dran?
Das bringt nichts. So, wenn ich... Ich kann das auch nur schmeißen. Das ist natürlich lustig. Ich kann es nicht einfach wieder ablegen. Das wäre zu einfach. So, 3 sind drin. Also wenn da... Das reicht sogar. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Halt dich fest. So. All diese Orte wurden auf alten Ruinen errichtet. Hab ich doch gesagt. Und eine Kiste. Wunderschön. Okay, Fähigkeitspunkte erreicht, aber... Ah, Handfeuerwaffe, haben wir nochmal was gefunden. Und eine Geocache-Karte. Die ist ja gar nicht so schlecht hier. Da ist noch einer. Oh, hier sind überall noch welche. Ja, damit können wir dann demnächst quasi auf Lootjagd gehen. Sozusagen. So. Wo sind hier denn jetzt? Irgendwie ist es hier, glaube ich, nur noch Spielerei. Ich hoffe es jedenfalls. Wir sind unten. Und den Fähigkeitspunkt können wir einsetzen. Was nehmen wir denn jetzt? So, mit Finesse ausschalten. Okay. Schmutzige Tricks. Machen wir hier den Ausweichen-Kill. Das ist, glaube ich, ziemlich badass. So, ich wollte hier noch was gucken. Volle Drossel. 502 und 400, dann machen wir das. Oder haben wir hier noch irgendwas vergessen? Also wieso braucht man denn da oben das da dann noch? Die Regale sehen brüchig aus. Etwas mehr Gewicht müsste ihnen den Rest geben. Ja, aber brauche ich doch gar nicht mehr. Ich hab's doch so geschafft, Lara. Ich glaube nicht, dass wir es noch irgendwie für irgendwas brauchen. Deswegen gehen wir wieder raus. Und wehe, wenn doch. Wir gucken mal auf die Karte. Aber... Nö. So, jetzt können wir hier nochmal durchs Dunkle wanken. Hoffentlich kommt mir hier jetzt nichts entgegen. Hier hochgehen, müssten wir doch dann hier rüberkommen, oder? So. Und ab raus hier. So, gucken wir nochmal auf die Karte. Ja, da ist direkt ein Geocache. Den holen wir uns noch. Da oben ist er.
Autsch. Der sieht auch nicht mehr so fit aus. Mann. So, dann gehen wir jetzt mal zu unserem College, würde ich sagen. Der wartet jetzt schon lange genug auf uns. Aber erst hole ich mir noch hier raus. Da hinten hat doch was geblinkt, oder? Ach, egal. Zacko. So, und wie kommen wir jetzt? Da laufen die Teile. Das heißt, wir gehen hier hoch. Wofür ist das hier dann? So, jetzt sind wir hier oben drauf. Wir können uns noch ein paar Pfeile und Munition holen. So, muss ich jetzt von oben da dran springen, oder? Naja, das schaffe ich doch gar nicht. Da muss ich doch von unten irgendwie drankommen, oder? So, jetzt komm mal. 1, 2, 3. Okay. Grim! Bist du da? Das ist eine Falle! Zeig ihm die Zähne, Lara! Mach sie fertig! Oh. Oh nein. Eine Falle? Okay, hier habe ich 34 Schuss. So. Okay, wo sind sie? Ja. Komm her. Halsschuss. Und du? Kopfschuss. Ach, schmeiß mir doch nicht den Scheiß hier über. Ist doch gar nicht nett. Ich will doch nur die Tonne da abschießen. So. Und du da oben kriegst. Oh, und du schmeißt schon wieder. Autsch. Wo bist du? Du hast geschmissen, oder? Komm her. Der wollte auch gerade schmeißen. Hab ich auch nicht. Ach. Nein. Ach, lass mich in Ruhe. Nicht nett. Kommt hier rüber, ja. Da habe ich direkt zwei auf einen Streich erwischt. Die setzt mir aber ganz schön zu. Setz ich mir auf meine Lieblingswaffe. Ach komm schon. Schmeiß den aber mit Dynamit, der schmeißt.
Findest du das nett? Ah, mit einem Pfeil im Kopf würde ich jetzt, glaube ich, nicht mehr so schreien. Hör doch auf mit dem Scheiß zu schmeißen. Damit kann man sich verletzen. Komm her. Genau so. Du brauchst gar nicht wegzulaufen. Dich krieg ich auch noch. Die Waffe weg! Oder ihr Freund ist tot! Nein, verdammt, tu's nicht! Okay! Das macht mir nichts, Mann, denn ich bin aus Glasgow! Tritt sie den Abgrund runter! Oh nein. Fuck. Nein! Grim! Das werden sie böse. Wahrscheinlich hat er es nicht überlebt. Der Palast. Ich muss zu dem Palast. Obwohl... Es macht ihm nichts, er ist aus Glasgow. So. Es hilft nichts. Wir müssen hier unseren Korn einsammeln. Wieder nur 38 Schuss. Ich hätte gern ein bisschen mehr für die für das Gewehr. Das ist mir dann doch schon ganz lieb, das Gewehr. So. Ab darüber. Wo sind die denn eigentlich hingefallen? Die Bretter da liegen auch so ein bisschen komisch. Wo sind sie denn da unten? Irgendwie liegen die auf der Textur. Ob das so gewollt war? So. Dann können wir überall hoch. Dann gehen wir doch mal hier hoch. Da liegt auch noch einer. So, und wir können da hoch auf den Palast jetzt. Ich frage mich gerade, sollen wir denn das Areal dann hier verlassen? Das wird es nämlich sein wahrscheinlich. Es sind eigentlich nur noch Geocaches, wenn ich das richtig sehe. Ah ne, da ist es ja. Lager 4 von 6. Dokumente 4 von 5, Reliquien 4 von 7. Ich würde ja schon gern alle Lager finden, damit ich auch die Tagebücher von Lever habe. Die Frage ist, finden wir alle Lager? Ich gehe nochmal zurück. Ich bin jetzt so... blutgeil. Muss man sozusagen. Ich hoffe, ich kann das hier auch irgendwie alles... Nee, warte mal. Da dreht sich ja auch gar nicht weiter. Das heißt, ich komme gar nicht zurück. Was ist denn das?
Dann gehen wir mal weiter. Wir können mir es nicht ändern, wenn irgendwas fehlt. Ihr habt's gesehen, ich wollte's machen, aber ist halt kacke. Oh. Ey. Ey. Autsch. 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 Ich hab sie! Scheiße! Zack. Ich geb dir Feuerschutz. Du kannst nach oben klettern. Vielen Dank. Gott sei Dank. Roth. Roth! Ja? Grimm ist tot. Sie wollten ihn als Druckmittel einsetzen, damit ich aufgebe. Er hat's verhindert. Grimm, du sturer Mistkerl. Es tut mir so leid, Roth. Nein, sei nicht traurig, Lara. Mach was draus. Wir trinken einen auf den alten Mann, wenn wir hier weg sind. Ich versuche näher ranzukommen. Kannst du mir nochmal Deckung geben? Ja, ich habe ein freies Schussfeld bis zu den Palastmauern. Okay. Okay. Sein Tod soll nicht umsonst gewesen sein. Hubschrauber N888RC nähert sich vom Frachter Trinity. Reaktion auf SOS. Hier ist Conrad Roth von der Endurance. Hören Sie mich? Lara, hast du gehört? Ein Rettungshubschrauber ist unterwegs. Das ist ja großartig, Roth. Du gibst ihnen ein Signal? Ich hole Sam und die anderen. Aber Lara, vielleicht sollte ich... Hier geht's um keinen Piloten, Roth. Ich habe Sam und die anderen da reingebracht. Ich hole sie wieder raus. Okay, ein Hubschraubschraub und wir haben ein Lager gefunden. Sie will uns immer noch nichts erzählen. Und 243, damit können wir auch nichts bauen. So, 5 von 6 Lager. Okay. Okay, hier waren doch die Jungs. Windspiel. Ach, da oben ist die Brücke, wo der auf uns Acht geben kann, sage ich mal. Wo sitzt der denn eigentlich? Keine Ahnung. Hüpf! Okay, Lara. Auf der Brücke wimmelt es von Wachen. Toll. Irgendwelche Vorschläge? Es wird knifflig, aber wahrscheinlich kommst du unter der Brücke rüber. Ich hatte befürchtet, dass du das sagst. Keine Sorge, ich decke dich den ganzen Weg. Du hast ja doch nicht mal. Nächstes Mal gehst du selber. Aber nein, mein Bein tut weh. Hat sich schon extra von den Wölfen anknabbern lassen. Alles muss man hier selber machen. Ach, wir sind hier schon unter der Brücke. Okay. Lara, ich hab sie im Visier. Es geht los. Gib dein Bestes. Ja, wenn das reicht. Okay. Zum Glück haben sie hier überall so Sachen hingebaut. Glaubst du, sie haben die Outsiderin? Keine Sorge. Falls nicht, kommt sie direkt zu uns. Vater Matthias schickt uns zu den Oni, wenn wir sie nicht finden. Nur wenn wir versagen. Und das werden wir nicht. Die Sonnenkönigin ist mit uns. Oder vielleicht auch mit der... Was zum... Ah. Dankeschön, Ross. Ah.
Okay, das war ein bisschen falsch getriggert. So, kommen wir hier nach außen. Ich dachte, das wär's. Bist du okay? Das war echt knapp. Halt! Nicht bewegen! Sie sehen dich! Okay, da ist einer. Jetzt los! Okay. Halt! Warte! Hab ihn fast! Da komm! Da ist noch einer. Dankeschön. Halt! Warte! Warte! Jetzt! Sehr schön. Lara, der Weg müsste frei sein. Danke für die Deckung. Dann geh ich denke, damit sind wir quitt. Oh. Lara, pass auf! Ah! Ich brech dir das Genick! Er geht nicht! Nein! Ah! Autsch. Sie sind gestürzt. Ob sie tot ist? Weiß nicht. Ich sehe nicht. Ich habe eine Wand. Lara, es sind zu viele. Verschwinde von dort. Mach ich. Oh, oh, oh. Dann da runter. Ich bin weg hier. Macht's gut. Nee, nee. Macht euer Spiel alleine weiter. Ich bin weg. Okay. Ich geh jetzt rein. Bist du wirklich sicher, Lara? Ich hol sie, Roth. Und ich komm zurück. Versprochen. Ja, Russ, versprochen. Und ich würde sagen, wie es hier weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.